Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Project Unstable 6. Ja, da sind wir wieder. Ich bin gerade ein bisschen am Potion brauen, mit Hilfe von ein paar Polenklassen. Kann ich mir nämlich wunderschön Instant Health Potion machen. Denn ich kann... Instant Health? Ich kann nämlich mit Hilfe von einem Polencluster oder einer glitzernden Melone das machen. Und eine glitzernde Melone braucht immer Gold oder halt Honig. Und das habe ich jetzt nicht unbedingt so sehr, aber Polencluster habe ich noch ein paar übrig. Mehr als jetzt Royal Jelly. Und da ich eh die gleiche Anzahl von Polencluster und Royal Jelly brauche für Scanned Paneling, habe ich mir gesagt, aus den paar mache ich jetzt ein paar Potion. So, ich mache hier auch schon ein bisschen Scanned Paneling. Genau einen Stack mache ich erstmal. Wenn ich jetzt nochmal ein bisschen... So. Bin nämlich noch fleißig ein bisschen am Honig produzieren gewesen. Sodass ich hoffentlich in der Lage bin, dann noch irgendwie ein bisschen was zu machen. Ich brauche auf jeden Fall sehr, sehr viel Honig. Ich glaube, ich mache nochmal einen Stack Dripping Comb. Moment. So. Ich habe auch schon mal angefangen und habe schon mal eine Stelle jetzt für Blood Magic mir überlegt, wo ich gerne Blood Magic hinpacken würde. Nehmen wir mal einen Stack hiervon mit. Zack. Also das sollte dann auch kein Problem mehr sein, wo, da jetzt was auszusuchen. Ich habe mir aber ja überlegt, dass ich halt, versuche, das so ein bisschen grünlich einzupflegen, dass es praktisch vom Grünzeug ein bisschen umgeben ist, vielleicht auch ein bisschen eher hügeliger auf einer Seite, trotzdem oben noch ein bisschen Grünzeug, das ganze Ding an sich auch ein bisschen zugewuchert. Dass es wirklich so aussieht wie eine alte Magie, die eigentlich schon halb in Vergessenheit geraten ist. So ungefähr. Das fände ich ganz cool. So. Langsam kriegen wir ein paar Potions zusammen. Das ist wunderbar. Ich habe erstmal 12 Potions gemacht. Also für 12 Potions das vorbereitet. Wer sich fragt, was das hier ist. Hier oben ist der Drain. Ich stand hier unten immer und habe mir hier XP geholt und hier unten steht extra noch Spriner Jar. Das ist alles, was ich nicht einsammle, dass ich das habe, weil ich habe ein paar Bücher enchanted. Aus ein paar einfachen Gründen. Grund Nummer uno, ich brauche Demonic Will. Weswegen ich einen Haufen Lesser Tataric Gems gemacht habe. Ich habe hier auch noch zwei. Ich habe schon ein bisschen Demonic Will gemacht. Allerdings muss ich dafür natürlich immer so ein Lesser Tataric Gem lernen. Was ein bisschen kontraproduktiv ist. Denn ich komme nicht so schnell an was mit unserem jetzigen Spawner. Weswegen ich ja gesagt habe, dass wir jetzt diese Folge mal schauen werden, dass wir vielleicht in einen... Das war doof. In einen Roguelike Dungeon kommen. Hatte ich nicht noch? Ach, das war Regeneration. Okay. Zack. 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 So. Wofür ich die Health Potion brauche, werdet ihr dann noch sehen, weil ich bin mir unsicher, ob das reichen wird. Aber, gut. Wir werden es dann erstmal gucken. Erstmal sorgen wir dafür, dass wir Mobs spawnen und uns dann mal ein paar sammeln. Alles krabbelt hier. So. Weil das ist so ein bisschen eigentlich mein Ziel heute. Dass wir irgendwie es schaffen, einen Mob spawnen zu sammeln. Das heißt, ich werde wahrscheinlich immer mal cutten müssen. Denn wir gehen jetzt da runter in so einen Roguelike Dungeon rein. Wir werden da ein bisschen rumkämpfen. Und ich habe noch einen Stack vergangen. Und werden versuchen, dort ein bisschen was zu erreichen. Ich will einen Zombie-Spawner und ich will einen Skelett-Spawner. Wobei, die Sache ist die, wir haben ja diese wunderschönen Quests. Der Hand. Spinnen habe ich schon 200 durch unseren wunderschönen Spawner. Zombies habe ich mittlerweile auch 200. Skelette habe ich noch nicht ganz so viel. Da habe ich nur 102. Ja. Warum ist in der Quest da mit zwei Elders geschrieben? Das ist gerade... Ja, gut. So. Man muss das immer leider manuell completen. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Warum das nicht das automatisch erkennt. 80 Slimes habe ich schon. und dadurch kriegen wir ein Spawn-Ei. Womit wir... die Spawner ein bisschen umändern können. 6 Gast haben wir schon, okay. Das sieht mich gerade mal. Widow-Skelette haben wir noch viel zu wenig. Blaze, da fehlt uns auch noch eine ganze Menge. Ja, jedenfalls können wir dann am Ende einen Haufen Spawner machen. Was heißt ein Haufen Spawner? Einen Spawner von diesen
ganzen Dingern machen. Das heißt, wir können Zombie-Spawner machen, wir können Skelett-Spawner machen. Hauptsache, wir haben einen Spawner und rechtsklicken den dann mit einem Spawn-Ei. Deswegen ist es eigentlich total egal, was ich für einen Spawner finde, wenn ich einen Zombie-Spawner machen möchte. Aber für Skelett brauchen wir explizit einen Skelett-Spawner. Und Skelett möchte ich unbedingt haben. Zum einen wollte ich halt gerne Arrows mir besser machen können für meinen Ascension Bow. Allerdings war ich ein bisschen erfolgreich. Ich habe nämlich einen Haufen an Schaden gemacht und ich habe ein Infinity-Buch bekommen. Das ist wenigstens schon mal etwas. Eigentlich wollte ich Mending haben. Ich wollte um alles in der Welt Mending haben, denn ihr seht, meine Rüstung ist nahezu down. Und das ist ein Riesenproblem, denn, ich kann das mal ganz kurz zeigen, es gibt ein neues, ja, das neue Minecraft-System vom Reparieren. Ich weiß nicht, seit wie lange das schon existiert. Jedenfalls ist es so, je öfter man ein Item repariert oder irgendwie mit irgendwas zusammenpackt, was weiß ich nicht, im Anvil halt, desto teurer wird es. Und ab 40 Leveln kann man es nicht mehr reparieren, egal was man versucht. Und das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Und das Problem ist, meine Rüstung, wenn wir mal gucken, da unten steht Repair Cost, die ist im Moment bei 7. Mit jedem Mal, was im Amboss machen, ungefähr verdoppelt sich dieser Wert. Ich weiß nicht warum, weil so viel mehr als meine Rüstung habe ich es nicht repariert, aber weil hier die Repair Costs sind überall bei 7, nur aus irgendeinem Grund sind sie bei meinem Helm bei 31. Ja. Und wenn ich den jetzt theoretisch reparieren würde, hatte ich noch Thaumium hier? Wenn ich diesen Helm jetzt versuchen würde zu reparieren, ich will es nur mal ganz kurz zeigen, damit man versteht, was vielleicht hinter den Kulissen passiert, gehen die Repair-Kosten auf 63 hoch. Das ist total egal, wie viel ich da reinpacke. Es ist nur pro einmal Durchgang. Und dann sind sie bei 63 schon. Und ich weiß nicht, warum dieser Helm so viel hat, weil eigentlich, wenn ich repariert habe, habe ich immer die komplette Rüstung auf einmal repariert. Ich verstehe nicht, warum der Helm da ein bisschen... Ich hatte zuerst überlegt, ob vielleicht ein Schaden reinzählt, aber das macht nicht. Wenn ich es richtig... also, was heißt richtig? Ich habe das mal ein bisschen rumprobiert gehabt an Tools. Nein, das verändert nichts irgendwie an dem Repair-Cost. Und das ist extrem doof. Weil das heißt nämlich, man kann seine Rüstung irgendwann nicht mehr reparieren, weil sobald es über 40 Level geht von Kosten, kann man es nicht mehr reparieren. Umbenennen kann man gar nichts mehr. Umbenennen zählt übrigens auch da rein. Das ist doof. Das ist sehr, sehr... Das ist extrem doof. Weswegen ich mir unsicher bin, was ich machen soll mit meiner Rüstung, weil ich habe die Rüstung, ich bin sau zufrieden mit der Rüstung, aber dieser Fakt, dass ich es irgendwann nicht mehr reparieren kann, ist ein bisschen doof, weswegen ich gerne Mending hätte. Aber Mending zu bekommen, ist gefühlt unmöglich. Weswegen ich noch eine Sache ausprobieren möchte. Ich weiß nicht, ob die funktioniert, weil die Sache ist nämlich die. Vanilla Minecraft speichert die Enchantments ja immer mit diesem Tag ab. Ench und danach steht da Level-ID, also praktisch was für ein Enchantment-ID es ist und was für ein Level diese Enchantment, das Enchantment hat. Tinker Tools machen das nicht. Doch, tun sie. Sie geben genau das gleiche an. Sie geben die Enchantments in genau der gleichen Form an, als Tag. Jetzt hatte ich die folgende Idee. Es gibt als Enchantment Mending. Denn ich kann Mending Moss machen. Ups. Mending Moss. So. Das heißt, wir könnten theoretisch mit Hilfe von Mending Moss könnten wir dafür sorgen, dass wir auf einen Tool Mending bekommen. Soweit, so gut. Dann bräuchte ich nur einen Enchantment Extractor. Das Ding hier. Und wir könnten das Enchantment auf ein Buch packen. Ich finde das eine interessante Idee und ich möchte das unbedingt ausprobieren. Ich habe nur Angst, dass wenn ich meinen Helm repariere, ich ihn danach nicht nochmal reparieren kann. Das ist im Endeffekt meine einzige große Angst, die ich die ganze Zeit habe. Ja. Ich bin mir absolut unsicher, ob das so funktioniert, was ich da vorhabe. Aber wenn es funktioniert... Uiu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 
Weil das ist jetzt der einzige Weg, den ich sehe, um in irgendeiner Form an Mending zu kommen. Ohne über einen riesen Umweg zu gehen. Und dieser Umweg ist im Endeffekt der Arcane and Scroller. Der jetzt vom Preis her nicht so teuer ist. Allerdings muss ich einen Widder besiegen, um einen Mending Enchanted Buch zu machen. Und ich bin ein bisschen doof. Deswegen, ich möchte das gerne mal probieren. Ich weiß, es ist ein bisschen tricky und es ist ein bisschen so, hintenrum, sag ich mal. Aber dafür ist es ja ein Server und allgemein ein Modpack. Damit wir eben mal gucken, was wir machen können mit diesen Mods. Ah, ich bin mal... Gibt es eigentlich noch einen anderen Extractor? Ich will nur mal gucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es gab nur diesen einen Enchantment Extractor. Jo, alles klar. Genau, also das Ding brauchen wir. Ja. Und dann machen wir irgendein Item mit Mending und dann hoffentlich klappt das. Das Problem ist, ich muss eigentlich meinen Helm trotzdem mal einmal reparieren. Das mache ich jetzt auch nochmal. Ich repariere nochmal meinen Helm. Aber vorher... Achso, die Repair-Costs gehen übrigens nicht runter, wenn ich die Enchantments runternehme. Ist mir aufgefallen. Weil wenn ich jetzt mal... Oder? Wenn ich jetzt das hier zusammenpacke... Jetzt habe ich es wieder ausgemacht, ne? Zack. Nein. Zack und zack. Repair-Costs bleiben gleich. Das heißt, das lohnt sich nicht unbedingt. Das kann ich auch theoretisch dann nachmachen. Es wäre noch toll gewesen, wenn da irgendwas es gäbe, was die Repair-Costs senkt, aber... Es gibt, glaube ich, sogar... Irgendwas... Repairs Gold-Items. Gab es nicht irgendein Ding, was repariert hat? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gab irgendeinen Block. Wo ist mein... Da. Ich habe auch keinen Thaumium, das nehme ich auch mal kurz mit. Ich will einfach nur nicht, dass mein, mein Helm jetzt kaputt geht, wenn wir da unten sind. 34 Level. Hey, okay. Aber wie gesagt, wir haben so ein paar Ideen haben wir ja. Und wenn es jetzt nicht bei dem Hut klappt, im Notfall mache ich mir einen neuen Thaumian Fortress Helm. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber ich will trotzdem versuchen, so gut es geht, keinen neuen machen zu müssen. Ja. Mal gucken. Also diese Folge werden wir es ja nicht schaffen, aber... Und ich will nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Ich will das selber ausprobieren, weil wenn jemand sagt, es funktioniert nicht, dann probiere es nicht aus. Und ich möchte es gerne jetzt hier im Survival testen. Ich möchte nicht in Creative gehen und das da testen und dann irgendwie sagen, ah, nee, funktioniert doch nicht. Ich will es gerne machen und will dann sagen, ah, verdammt. Ich meine, ist ja nicht schlecht, so ein Enchantment Extractor. Den brauchen wir eh früher oder später definitiv. So. Zack, zack. Das waren 35 Depp. Manchmal. So, ich will es nur direkt voll machen, weil wie gesagt, es verändert ja nicht die Repair-Cost. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich das Ding nochmal mit irgendwas zusammenpacken? Einfach nur mit irgendeinem Buch. Ah, das waren Armor-Bücher, ne? Ne, das waren Armor-Bücher. Chestplate, Boots, Armor, Armor. Protection ist ja schon drauf, ich bin doof. Protection, Fire Protection, Fetter Falling. Habe ich irgendwas für einen Helm? Aqua Affinity. So. Bin es faul. Too expensive. Jo, ich kann es nicht mehr wollen. Sobald ich es reinlege, sagt es sofort schon too expensive. Alles klar. Also ich muss definitiv einen neuen Helm haben. Ach man, nur. Okay. Ich mag das System nicht. Ich mag das System echt nicht. Weil dadurch hat man... nicht die Chance, vor allem wenn man... Ich meine, ich verstehe so ein bisschen die Intention dahinter, aber man kann sich... Man ist doch wesentlich mehr eingeschränkt in seiner Kreativität, oder? Ich würde es einfach immer teuer werden lassen. Und wenn es halt irgendwann 300 Level kostet, dann braucht diese Person halt 300 Level, aber es ist noch möglich und es ist nicht einfach too expensive. Das verstehe ich halt nicht ganz. Nun gut, aber das bin wahrscheinlich nur ich. Zack. So. Flup, flup. Flup, flup, das nehmen wir nochmal mit, weil die möchte ich gerne noch ein bisschen auffüllen, wenn wir einmal da unten sind.
Wir machen... Wie viel Attack Damage? 10,5. Okay, das ist ein bisschen weniger, als wir zwischenzeitlich mal hatten, aber das liegt einfach nur daran, weil ich den noch mit dazu nehmen müsste. Und dann haben wir eine Attack Damage von 11. Super. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie einen Spawner finden. Das nehme ich auch mit. Und ja, bin ich mal gespannt. So. Ich habe leider keine Möglichkeit, um mich irgendwie zu teleportieren. Ich hätte die Schilder, aber auf die kann ich nicht rechtsklicken. Das habe ich extra mal ausprobiert, wenn ich einen Block in der Hand halte. Kann ich mich nicht teleportieren. Über die Signpost-Schilder. Ich meine, es ist gut auf der einen Seite, ist aber auch ein bisschen doof auf der anderen. Ja, gut, so. Gehen wir mal runter. Zack. Auf diesen da. Zack. Zack. Und zack. Aua. So, weil hier waren nämlich schon. Purple war hier nämlich mal drin schon. Wo ich dann gesagt habe, ich würde den gerne für mich nehmen wollen. Da ist Mending drauf! Warum ist da Mending drauf? Vielleicht finde ich ein Buch mit Mending drauf. Toll, weißt du, bei sowas ist Mending drauf. Power, okay. Echt. Ich bin gerade ein bisschen verarscht. So, das ist ein Spinnenspawner, okay. So. Ist hier was drin? Ist Soulbound, Protection. Ein paar Torches, die können wir mitnehmen. Und die Knochen nehme ich auch mit. Weil Knochen sind nämlich so ein bisschen. Ah, das ist die Lampe oben. Okay. Ich dachte jetzt gerade, was ist denn das hier für ein Schalter? Das ist die Lampe hier oben. Okay. So. Das kann man weg. Nö. Zack. So, ich hoffe nur, wir finden irgendeinen Spawner. Ich will nicht jetzt allzu lange jetzt hier einfach nur aufnehmen, wie ich rumlaufe. Ich würde gerne... Bist du ein Skelett? Das ist ein Skelett. Wunderbar. Oh, hi. So, hi. Ui, hast du viel Leben. So. Okay. Haben wir hier irgendwas Tolles noch drin? Nee. Doch, Fackeln. Also wenn wir Fackeln brauchen, muss man glaube ich einfach nur hier in so einen Dungeon reingehen, ne? Oh, das Brot nehme ich noch mit. Nein! Nein! Warum? So. Okay. Gut, Rest ist egal. Wir haben... Das hier drüben war ein Zombie-Spawner, ne? Ne, ein Spinnen... Okay. Ich dachte, es war ein Zombie-Spawner. Okay, wir haben auf jeden Fall hier ein Skelett-Spawner. Das ist ganz gut. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier hin. Noch ein Skelett-Spawner. So. Ups. So. Power, Sharpness, Protection. Ich meine, ich könnte es eh nicht auf meinen Helm packen, auch wenn ich wollte. So, okay, also wir haben zwei Skelette. Ich will mit einer Kettenrüstung rumrascheln. Noch ein Skelett-Spawner. Okay. Das einzig Doofe ist halt, dass die Skelette hier immer mit einer Rüstung spawnen. Also was heißt doof? Es ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es halt doof. Gut deshalb, weil man kriegt auch noch Rüstungsteile und all sowas. Schlecht, ja, weil man halt Gegner hat, die wesentlich mehr aushalten, dadurch mehr Durability und all sowas verlangen. Das macht's halt doof. So, da war noch ein Boden. So, hier drüben war ich noch nicht. Na gut, brauchen wir auch erstmal nicht hin. Gut, wir haben auf jeden Fall einen Skelett-Spawner, nehme ich den schon mal mit. So. Zack. Gott. Ach du Scheiße. Okay, das wird jetzt ein richtig... Okay. Ich kann nicht rennen. Ich hoffe so sehr, dass oben jetzt nicht Nacht ist. Ach ja, so, ne? Und ihr so? Achso, was ich noch erzählen kann, das kann ich mal nebenbei noch machen. Und zwar habe ich nämlich... die letzten Tage...
viel an der Website gebastelt. Ja. Sie ist jetzt noch nicht online über die Domain. Aber, weil noch ein paar Texte fehlen und so weiter. Aber ich bin in der Lage jetzt, einen Haufen Sachen schon mal... Zum Glück habe ich Step Assist. Ich sehe hier nicht, warte, kann ich... Okay, da sieht man wenigstens ein bisschen mehr. Hallo. Wobei auch nicht so sehr... Geht's auch. So. Irgendwie, wir kriegen das schon hin. Wir kommen nach Hause. Zum Glück ist der Roguelike da schon in der Nähe. Auch gekrabbelt. Nee, jedenfalls, was ich sagen wollte zu der Website. Wir sind jetzt soweit, dass die Website, also ich habe ein paar Funktionen schon mal hinzugefügt. Und ich muss sagen, ich werde wirklich kein Freund von Webdesign und Webentwicklung. Nein, definitiv nicht. Ich habe jetzt die Website selber hochgezogen. Ich habe ein paar Sachen natürlich jetzt... Ich habe so ein Design schon mal genommen. Also, ich design ein Template. Das ein bisschen bearbeitet. Geh mal kurz schlafen. Von WordPress, weil vorher war es eine HTML-Seite. Jetzt wird es eine WordPress-Seite. Es war ein riesen Umzug und ich... Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich es dann nie wieder machen muss. Wenn Webdesign jetzt ein für alle Mal Geschichte ist. Zack. Jedenfalls für mich. Das wäre schön. So. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das in den Spawner jetzt machen will. Ob ich da einen Raum baue, wo ich die dann mal reinstelle. So. Ich kann ja einfach hier theoretisch davor Fackeln stellen, so. So, dann kann ich den hier auch nehmen. Kann den hier hinpacken. So, mal hier diesen da. Und dann mache ich das mal so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Das heißt, wir machen mal hier hinten einen Raum. Da, pff, toll! Wahnsinn! Wahnsinn! Das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte ernsthaft hier oben diesen See angebuddelt. Natürlich. Also ein kleiner See irgendwo in der Landschaft und ich buddel den natürlich an. Also, was heißt aktiv angebuddelt? Gravel war ja schuld. Nun gut, so, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau, Website. Die Website sollte also jetzt nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, bis sie... Ich hab ein paar Pfeile. Ups, Moment, nein, ich will gerne mein Schwert. Aua. Ja. Das Problem ist halt, diese Kämpfe hier zerren die Rüstung so sehr runter, dass das keinen Spaß macht, da irgendwas zu machen. Vor allem, wenn, wie gesagt, die Skelette dann noch alle möglichen Rüstungen haben. So. Ah, blöder Gravel. Blödes Wasser und... Es musste ja passieren. Okay. Gut. Also nochmal zurück. So. Zack. So. Also. Die Idee der Website ist jetzt folgende. Also ich habe die Website jetzt erstmal soweit gemacht. Die wird dann auch... in nicht allzu ferner Zukunft auch online gehen dann. Allerdings soll gesagt sein, gleich vorneweg, die Website wird nicht unbedingt so schön sein. Denn beispielsweise ist es so, wenn man die Website in verschiedenen Browsern öffnet, ist manchmal im Menü teilweise sogar so, schon so eine kleine Linie dazwischen, so die frei ist. Also es passt teilweise nicht aufeinander. Ich weiß, es sind Kleinigkeiten, aber wie gesagt, Perfektionismus ist scheiße. Weil man will immer alles super machen und wenn man es dann nicht hinkriegt, dann ärgert man sich. Deswegen, es hat schon extrem Überwindung gekostet, jetzt zu sagen, okay, ich lasse das jetzt erstmal so. Nun gut, also nochmal zurück zum Eigentlichen. Es soll so sein, dass es dann... in wirklich nicht allzu ferner Zukunft kommt,
die Website. Und zwar eigentlich mit dem Release dann direkt. Also praktisch, da, wenn die Website online geht, ist eigentlich der Plan, dass dann im gleichen Atemzug auch das Modpack zum Download zur Verfügung steht. So, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich an Rezepten ändern muss. Ansonsten ist eigentlich das in Ordnung. Ja, wie gesagt, Quests sind jetzt nicht ganz so in Ordnung, aber wie gesagt, das lasse ich ansonsten auch erst einmal. Ja. Ich muss nur gucken, wie ich dann noch ein paar Sachen mache. Blood Magic hatte ich gezeigt, ne? Nee, hatte ich noch nicht gezeigt, ne? Oh Gott, ich habe 25 Minuten, aber schon, verdammt! Was habe ich in die Folge gemacht? Also, ich habe Blood Magic hier umgezogen. Ich habe den Altar zum Tier 3 gemacht, also hier 5 jeweils Blöcke von Blank Rune, 2 Blöcke hoch, dann Glowstone drauf, ist ein Tier 3 Altar. Ich habe hier eine Imperial Drohne Biene da liegen, dass ich halt immer, wenn ich hier reingehe, kann ich mir hier Regeneration holen, wenn ich hier in der Nähe bin. Und ich habe ein paar Imbued Slate schon mal gemacht, 2 Stück. Das heißt, ich kann zum Beispiel meinen einen Tatoric Gem noch ein bisschen upgraden auf einen Common Tatoric Gem. Dann kann ich über 1000 Demonic Will speichern. Und damit komme ich auch schon mal ein bisschen weiter nochmal. So, Moment. Ach, verdammt, ist das alles hier irgendwie untergegangen. Ah, das nervt mich gerade. Nein. Das ist so richtig. Ach. 36 Scan Pelling. Okay. Gut, ich hab die paar Regen Potion. Und Instant Health Potion. Denn wir brauchen. Achso. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ja noch. Dass die umwandeln muss. Ah, es geht sogar. Reicht das hier noch? Jo, wunderbar. Ein Dragster Block. Super. Und zwar kann ich nämlich den jetzt zu einem Magic and Blood Orb machen. Allerdings brauche ich dafür 25.000 Life Points. Und ja, wie gesagt, das Problem. Erstmal 25.000 Life Points zu kriegen, denn der Altar hat ein Maximum von 10.000. So. Wenn ich das hier einmal mache, bekomme ich so 3.600 dazu. Ich habe mal geguckt gehabt, weil es gibt theoretisch ja die Self-Sacrifice Rune. Und meine Idee war jetzt, dass ich praktisch noch ein bisschen mehr von denen mache, von den Self-Sacrifice. Da brauche ich Aversio, Desiderium, ein bisschen Alchemical Press, eine Rune halt und eine Imbued Slate, dass ich ein paar Imbued Slate mache. Und mit Hilfe von Self-Sacrifice-Runen dann dafür sorge, dass wir mehr Life Points kriegen, damit ich einen Magican Blood Orb machen kann. Und wenn ich einen Magican Blood Orb habe, können wir nämlich mit Ritualen anfangen. Dann können wir Rituale endlich machen, das ist toll. Weil dann kann ich nämlich ein Ritual machen, was automatisch Mobs killt und dafür Blut bekommen. Oder was Mobs killt und wir dafür Kristalle wachsen lassen können, was vielleicht sogar noch ein bisschen schöner ist. Und das würde ich gerne wieder drunter bauen, so wie wir es sonst auch immer gemacht haben, praktisch wie so eine Art Höhle. Allerdings haben wir diesmal ja kein. Wie heißt das Zeug nochmal? Keine Cursed Earth, weil wir keine Extra Utilities drauf haben. Das heißt, ich will die Spawner sammeln und will die Spawner dahin packen. Ja, genau. Ja. Genau. Allerdings brauche ich dafür noch einen Haufen Zeug. So. Okay. Die Frage ist jetzt, womit fangen wir jetzt erstmal an? Weil ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, diese Folge. Ich dachte eigentlich, dass wir mehr schaffen. Machen wir euch eine Spinne. So, weil ich hier hinten das angefangen habe, weil ich doof bin. Moment, ich fange alles an und lasse es einfach stehen, weil ich merke, dass die Folgezeit nicht reicht. Oh, ich wollte irgendwas diese Folge schaffen und jetzt haben wir irgendwie nicht. Weil ich am Anfang so viel geredet habe wegen dieser Rüstung und. Oh, verdammt. Okay. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass die Folge jetzt nicht ganz so spannend war. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mir selber mehr erhofft, aber ich wollte es auf der anderen Seite auch mal alles erzählt haben. Und dann, ja, war die Zeit schon rum von der Folge. Was extrem doof ist. Na gut. Ich wollte eigentlich wesentlich mehr schaffen heute. Ja, gut. Ändern kann ich es jetzt auch nicht. So.
Supi. Dann nehmen wir mal einen Spawner. Nehmen wir mal ein Skelett. Zack. So. Und dann kann ich nämlich theoretisch jetzt einfach sagen, ich nehme das Ding. Ich nehme trotzdem falschen Bogen. Also weil ich dann Pfeile auch habe. Na, ich brauche auf jeden Fall Pfeile. Wobei, ich habe Infinity, ich werde wahrscheinlich Infinity noch mit draufpacken. Warte mal. Ganz kurz diesen da. Mal ganz kurz diesen da. Zack. Das einzig Doofe wird halt wirklich, dass ich so einen Haufen Zeug extra bekommen werde. Na, ich wollte die Hose nicht. So. Okay, also wir brauchen definitiv. Hopperhock wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Gut, ich meine, da wenn schon eine Shards haben wir. Könnten das Ding machen. Die Runen bekommen wir wieder. Wir brauchen im Endeffekt also eine Hopper, das. Es geht. Und ein Vacuum-Hopper. Da brauchen wir eine Stable Iron Pair. Okay, das kann ich komplett vergessen. Okay. Gut. Nun denn. Würde ich erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal vielleicht wieder. Ein Pfeil. Wow. Und dann kann ich eigentlich... Bin zu weit weg. Okay. Ich dachte jetzt, vielleicht kann ich das Ding auch wieder einsammeln, aber nein. Gut, so, ich beende jetzt trotzdem die Folge. Hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dann gucken wir mal, dass wir das noch ein bisschen interessanter vielleicht gestalten. Nächste Folge. Ups. So, packen wir dich erstmal wieder hier rüber. Zack. Und ich muss mal gucken, dass wir das noch ein bisschen schöner machen. Nun gut, ja, jetzt wirklich danke fürs Zuschauen. Entschuldigt, dass die Folge so doof geworden ist. Und ja, noch einen schönen Tag. Tschüss. Und nächste Folge haben wir dann hoffentlich endlich irgendwas, was ich wirklich dann mal richtig geschafft habe. Es tut mir leid. Aber es musste auch mal ein Haufen gesprochen werden. Nun gut, tschüss und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.